Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Mein Name ist Daniel Schlivo. Herzlich willkommen bei Am Markt. Bist du schon angekommen? Absolut. Ich hatte gestern ein sehr interessantes Erlebnis für mich. Ich bin mit dem Auto in die Tiefgarage hineingefahren. Und beim Reinfahren habe ich so komisch, aber ich hatte das Gefühl, ich bin daheim. Der Wechsel von der Zürcher Werbekultur in die Ostschweizer Werbekultur. Gibt es da einen Unterschied? Vielleicht ist da einfach alles ein bisschen bodenständiger. Aber am Ende des Tages sind beides nationale Agenturen, also wo nationale Kunden betreuen und schweizweit tätig sind. Amarkt ist eine grosse Agentur. Es sind über 30 Mitarbeitende. Was kannst du uns erzählen über die Agentur? Das Amarkt ist sicher mal die Agentur auf dem Platz St. Gallen. Amarkt gibt es schon seit 24 Jahren. Also nächstes Jahr feiern wir 25-jähriges Jubiläum. Ansonsten sind wir jetzt an dem Standort, Breitfeldstrasse 8, seit rund 7 Jahren und sind hier auf 2 Stockwerke verteilt, wo wir uns gerade miteinander anschauen können. Wir sind jetzt hier unten bei der Produktion Kreation und wie ihr seht, haben wir sehr gute Raumverhältnisse, trotzdem sehr, sehr kurze Kommunikationswege. Wir sind eine Kreativ-Kommunikationsagentur, insofern ist es wichtig, dass wir auch schnelle Wege haben. Ganz da vorne sehen wir noch unser Digitalteam inklusive Social Media. Social Media ist sehr wichtig. Wir sind als Agentur, müssen wir am Puls der Zeit sein und das ist ein Kanal, den wir wollen und können bedienen. Und das mit sehr, sehr unterschiedlichen Funktionen, von Content Creation bis Motion Design. Und sind wir auch stolz drauf. Der Matthias ist Content Creator bei Amarkt. Matthias, kannst du uns kurz erzählen, was so deine Funktion da ist und was du auch an Amarkt schätzt, ist besonders? Ich bin der Matthias, bin Social Media Content Creator bei Amarkt. Ich schätze an Amarkt die tollen Räumlichkeiten, das tolle Team, das wir haben. Und auch unsere Kunden ist sehr abwechslungsreich. Und so, was ist denn das letzte Projekt, das du daran geschafft hast als Content Creator? Momentan bin ich gerade bei der Shopping Arena dran und mache den Redaktionsplan für den nächsten Monat. Dann planen wir, was wir nächsten Monat wollen, aufnehmen zum Content kreieren. Und wie schaffst du? Mit welchem Instrument? Da ist mein täglicher Begleiter, das Handy. Mit dem nehmen wir alles auf, dann auch am PC aufbereitet, dann auch am PC auf dem Handy schneiden. Und dann den Poster. Und wie reagiert der Kunde, wenn du mit dem Smartphone kommst und einen Film machst, nicht in der teuren, grossen RED-Kamera? Sehr offen. Das ist weit verbreitet. Man kann mit solchen Handys mega guten Content machen. 4K und da ist für Social Media lange da vorig. Vielen Dank und weiterhin viel Spass beim Content Creator. Danke. Wir sind jetzt gerade beim Matthias gewesen, Social Media Creator. Er macht Content mit dem Smartphone, also sehr modern, innovativ. Jetzt kann man sagen, das ist einfach etwas, wo am Markt steht, Innovation. Social Media ist natürlich essentiell für uns, weil wir müssen oder wir sind am Puls der Zeit. Aber im Kern steht am Markt für effektive Kreativität. Das bedeutet zielgerichtete Innovation. Remo ist Leiter Digital bei am Markt. Wie wichtig ist dir das Team? Teamwork ist etwas sehr, sehr Wichtiges, vor allem im digitalen Zeitalter, weil es schnell muss gehen, man muss flexibel sein, damit man dem dynamischen Markt und Umfeld gerecht wird. Was haben wir jetzt da vorher gemacht? Wir haben vorher schnell eine grobe Planung gemacht bezüglich der nächsten Aufnahmen, Social Media, Contentproduktion, also sich ein bisschen dort mitzumachen. Und es ist eigentlich auch lustig zu und her gegangen. Wie wichtig ist das für dich, so das Klima? Spass haben ist es auch und auch. Wenn man keinen Spass bei der Arbeit hat, oder dann kann am Schluss auch nicht gescheit rauskommen. Und das ist bei Amarkt gut möglich, gute Kultur. Gute Kultur und Spass wird groß geschrieben bei der Arbeit. Was ist eine besondere Herausforderung für euch im Moment? Ich glaube, die grösste Herausforderung ist, die Aufmerksamkeit bei unserer Zielgruppe zu generieren. Und ich glaube, der einzige Weg dorthin ist durch authentische und relevante Kommunikation.
Ja, das ist spannend. Wir haben nicht nur intern kurze Kommunikationswege, sondern auch mit unseren Kunden. Das heisst, ein Beispiel ist hier Livic. Dann haben wir auf der linken Seite Lumimat, wo wir betreuen. Und wenn du dich jetzt nochmal umdrehst, haben wir auf dieser Seite Shopping Arena, wo wir als Full-Service-Agentur tätig sind. Jetzt gibt es hier im Raum St. Gallen viele B2B-Firmen. Wie wichtig sind die für euch? B2B ist sehr wichtig für uns, aber auch für die ganze Region. Und dort sehen wir vor allem großes Potenzial im Bereich von Employer Branding. Wir kennen alles Thema Fachkräftemangel. Und da haben wir schon mit mehreren Runden schöne Cases dürfen bauen. Vanessa, du arbeitest in der Kreation von Amarkt. Genau, ja. Jetzt, was du sicher schätzt bei Amarkt, ist die wunderbare Terrasse mit dieser Aussicht sogar auf Kunden. Aber was schätzt du sonst noch in deiner Arbeit? Zum einen haben wir extrem vielseitige Kunden mit sehr spannenden Aufgabenfeldern. Das ist einfach sehr ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Aber natürlich auch das ganze Team, das super zusammenarbeitet. Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt. Und ja, es gibt natürlich auch immer lustige Situationen im ganzen Arbeitstag, wo die Arbeit selber ein bisschen auflockert. Ja. Jetzt sitzt der Daniel neben dir. Er ist seit kurzem bei der Amarkt. Wie ist so dein Eindruck nach der ersten Woche? Ich finde Dani sehr sympathisch. Also, und wenn ich bis jetzt mit dir zu tun hatte, hatte Dani wirklich einen super Austausch immer gehabt. Und ja, auch sehr auf Augenhöhe. Hast du jetzt einen spezifischen Wunsch, ihn jetzt Gehaltserhöhung mal ausklammern? sicher zum die Agentur weiterhin gut zu leiten und ja, auch weiterzuentwickeln. Was? Wir sind am Ende von dem Rundgang durch die Agentur Amarkt angelangt. Sehr interessant, spannende Tätigkeitsfelder, sympathische Leute. Jetzt doch zum Schluss noch zu zwei Themen für eine Aussage von dir. Künstliche Intelligenz. Wie ordnest du das jetzt für unsere Branche? Ja, also die künstliche Intelligenz, KI, ist schon längst in unserem Alltag angekommen und wir sehen grosse Vorteile, was Themen wie Effizienzsteigerung, Personalisierung, Datenmanagement anbelangt. Ich bin aber nach wie vor froh, dass das Thema strategisches Denken, Ethik, Moral, Beziehungspflege, das, was wir hier haben miteinander, nach wie vor in Menschenhand ist. Ein anderes wichtiges Thema ist das Recruitment, also gute Leute zu finden, Fachkräftemangel. Was unternehmen wir da? Oder ist das da vielleicht in der Ostschweiz auch eine bessere Situation? Recruitment ist natürlich auch für uns ein Thema. Am Ende des Tages ist jeder einzelne Mitarbeiter das wichtigste Gut. Wir verkaufen Dienstleistungs-Services. Und da werde ich mir jetzt sicher auch anschauen, wie rekrutieren wir, aber vor allem auch, wie behalten wir die Leute. Also ich rede hier über Employer Branding für uns, was wir für Kunden machen, aber auch Ausbildung und Weiterbildungsprogramm, um hier gute Leute auch langfristig zu behalten. Jetzt an die Branche denkt allgemein, wo denkst, hat die Werbebranche, die Kommunikationsbranche da am meisten Aufholbedarf? Ich glaube, die grösste Chance, aber auch Gefahr für die Branche, aber auch für das ganze Marketing, ist wirklich das Thema authentische und relevante Kommunikation. Macht man das nicht, läuft man Gefahr, einfach das unglaubwürdig wahrgenommen zu werden.